Ältere Lacke werden häufig stumpf und verwittern durch Sonne und Witterungseinflüsse. Solche Lacke können aber auch wieder aufgefrischt werden. Betrachtet man solche Lacke in der extremen Vergrößerung, erkennt man, dass die ursprüngliche glatte Oberfläche sehr uneben ist. Das Licht wird dadurch in verschiedenste Richtungen reflektiert, ergibt aber für das Auge nur eine matte Reflexion des Lacks. Ein weiterer Nachteil ist, dass sich in den Lackunebenheiten auch Schmutzpartikel ablagern. Daher muss die oberste Lackschicht geglättet werden. Dies geht allerdings nur, wenn der Lack in sich noch stabil ist und keine Risse aufweist und wenn die Lackschicht noch dick genug ist. Bevor mit der Lackaufbereitung oder der Politur begonnen wird, ist es wichtig, den Lack erst einmal gründlich zu reinigen. Verschmutzter Lack darf auf keinen Fall poliert werden, denn der Schmutz wird in den Lack eingebrannt und lässt sich dann nicht mehr entfernen. Um den Lack grundsätzlich etwas zu glätten, wird zuerst mit einer stark abrasiven Politur der Lack oberflächlich ganz fein abgeschliffen. Es geht nicht darum, den Lack abzutragen, sondern nur die Oberfläche etwas zu glätten. In der Politur befinden sich mikrokleine Blättchen, die eine schneidende Wirkung besitzen. Der Lack wird sehr fein an der Oberfläche glatt geschnitten. Bearbeitet wird immer nur eine kleine Fläche, niemals das ganze Fahrzeug auf einmal. Die Regel ist etwa eine Fläche von 50 auf 50 cm. Ansonsten trocknet die Politur aus und ist nicht mehr verwendbar. Rückstände der Politur werden nach Abschluss des Feinschliffs mit einem feinen Tuch abgewischt. Nach dem Feinschliff wird der Lack mit einer feinen Politur auf Hochglanz poliert. Hierzu kann auch ein Exzenterschleifer mit einem weichen Polierschwamm verwendet werden. Auch hier ist darauf zu achten, dass der Lack nicht zu heiß wird. Nach diesem Polierdurchgang ist bereits deutlich der glänzende und glatte Lack zu erkennen. Macht man den Wassertest, erkennt man bereits, wie das Wasser auf dem aufgefrischten Lack schön abperlt. Nun kann der Lack noch mit Carnauba-Wachs geschützt werden.